Der Untertitel dieses großen Hengstabends ist ja vor allen Dingen auch: An der Qualität der Mütter sollt ihr sie erkennen. Und hier sehen wir die Mutter des gleich folgenden Hengstes. Das ist die, man muss sie holländisch aussprechen, Chastel. Also wenn es im Hals so ein bisschen wehtut, dann haben sie es richtig ausgesprochen. Das ist eine Tochter des Toulon Voltaire. Toulon kennen sie alle, der Champion der Global Champions Tour. Und dann der Vincino-Vater Voltaire dahinter. Ein super, super Stamm. Hier 1,40, erfolgreich sie selber. Und das Ganze dann noch verpackt in der leuchtenden Fuchsjacke des Herrn Vaters persönlich. Dann können Sie sich eigentlich schon vorstellen, was gleich auf uns zukommt. Da heißt er noch so passend, like pleasure. Im Look seines Übervaters, der uns fit for fun, funky fit, a pleaser, Firth of Clyde und viele, viele mehr. Und ich verspreche euch, hier ist ein Nächster in dieser Machart. 4 Jahre jung, wir freuen uns auf seinen ersten öffentlichen Parcoursauftritt, like pleasure. Ja, wir haben ja extra auch die Mutter gezeigt. Das ist eine der besten Stuten auch in Holland. Und dann ist Toulon Blut. Wir haben mal den internationalen Sport beobachtet, wie viele Toulon nachkommen in den Ergebnislisten der Longines-Touren sind. Unwahrscheinlich. Und dann Voltaire dahinter. Und die Mutter selber hat 2 Fohlen gehabt. Richtiger Kracher. Und den haben wir erworben. Hat jetzt seine Prüfung auch gemacht. 100-Tage-Test. War dort sehr, sehr gut. War immer sehr jugendlich. Kommt von einer Körung in Holland, hatten wir damals mit Egbert Schepp zusammen, den grüße ich nochmal von hier. Den haben wir jetzt aber ganz erworben, weil wir ihn auf Station behalten wollen. Und das ist so ein richtiger For Pleasure. Wir wollten schon immer mal gerne einen haben. Ein sehr, sehr, sehr vorsichtiges Pferd. So ein Blüter galoppiert, der finde ich. Er ist hinten immer noch gewaltig am Springen. Solche Pferde sieht man viel in Amerika so, diese Sorte. Sieht bei dir auch gut aus, aber dann noch ganz anders, ne? So, Dennis. Ruhig noch einmal, wir haben ja Zeit genug, machen wir schön Ruhe. Das Pferd ist noch sehr jugendlich, wird ruhig noch 1, 2 Ochser springen. Aber wir sind da wirklich von überzeugt, von diesem Pferd, finden den super. Und dann springt sich immer mehr ein jetzt, sehr gut. Natürlich, klar, wenn man so einen hat, wo man so von überzeugt ist, möchte man auch mal gerne, dass die Züchter das auch so erkennen. Muss er dann natürlich auch so zeigen. Sehr gut, ne? Dankeschön.
Schön leichtfüßig, hochmodern, ganz im Seitenbild seines Vaters. Aber mit viel mehr Rückenarbeit, als wir es kennen, noch vom ehrwürdigen For Pleasure. Like Pleasure. Lieber Dennis, wenn nur alle vierjährigen Pferde so entspannt und gelassen gezeigt werden könnten, wie du das hier gemacht hast. Das war vom Feinsten. Und das zeigen wir dir mit einem dicken Applaus. Super.